Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Und ja, ihr seht schon, ich bin schon wieder fleißig. Zumindest tue ich so. ja, es ist jetzt soweit hier alles weg. Ich habe mir dann im Nachhinein doch den Erdbohrer zur Hilfe geholt, weil es war so übel. Es war einfach nur ekelhaft, übel und viel Arbeit. Und ja, gehen wir mal hier nach oben ein bisschen. Zack. Ich muss hier den Berg zwar noch abtragen, aber das mache ich dann irgendwann mal. Ich habe mich aber jetzt erstmal dazu entschieden. Ups, Vorsicht, müsste eigentlich schon reichen. Bis hierher werde ich das Schiff bauen. Und ich denke, das ist eine ganz ordentliche Fläche. Und ich glaube, auch von der Breite müsste vielleicht ausreichen. Ich habe erst dann noch gedacht, ich gehe hier weiter und mache es breiter, aber ich glaube, das reicht. Vielleicht können wir ja hier so ein bisschen so einen Bauchbogen machen. Mal gucken. Und das da würde ich dann gern, wenn es klappt, alles mit Wasser auffüllen. Aber naja, das ist halt, ja, erstmal gucken. Aber auf der Seite hier, finde ich, sieht das schon ganz, ganz gut aus. Sieht nämlich eben so aus, als würde das Gebäude dann oder das Schiff eben aus dem Wasser kommen und wir haben halt schön Bogen. So. Was mich jetzt an der ganzen Sache hier nur wahnsinnig stört, ist, dass ich immer den Weg außen rum fahren muss oder eben ewig lang durchschwimmen muss. Und wenn ich halt immer schwimme, dann kann ich halt nicht Sachen mitnehmen, so wie jetzt hier wieder Beton oder Nachschub von Rahmen. Und deswegen dachte ich mir, wir bauen darüber eine Brücke. Ich glaube, das ist ganz gut. Jetzt muss ich nur mal gucken. Und hier kann man sogar, wenn ich jetzt hier so quer rüber baue, das ist auch nicht gut. Von hier aus vielleicht. Ich möchte natürlich auch nicht, dass das ewig so von hier aus so whoops darüber geht und dann habe ich ewig lange Brücke. Ich glaube aber, wenn wir hier rüber bauen, dann kommen wir da vorne an den Sand hin. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, oder? Ah, wen höre ich da? Komm her. Ich hau dir eins über. Oder auch nicht. So. Der will nicht bei der Brücke bauen helfen, also kann ich den nicht gebrauchen. Sag mal, komm rum. So. Zack. Ja, aber ich glaube echt, das hier ist vielleicht die beste Stelle. Ich dachte erst, dass wir dann hier schön auf den glatten Platz kommen, aber... Nö, das machen wir hier. Das heißt, wir würden hier die Dreierreihe am besten und wir machen... Habe ich runde Dinge? Ich hoffe, ich habe reingepackt, oder? Ich habe doch eingepackt, wenn mich nicht alles täuscht. Rund, jawoll. So, ich habe mir auch mal mit der Zeit dann diesen Lederponcho geholt und ich habe hier so ein Trägershirt geholt. Das hat nämlich minus 6 Grad. Ja, ich sollte aber dann vielleicht nicht dauernd Wildbret Eintopf futtern, weil der macht natürlich auch alles warm. Also 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir erstmal... Ach nee, rund. Ich wollte rund. Oh je. Dann machen wir das hier weg und dann... So. Sieht besser aus. Dann kommt aber schon eckig drauf. So. Eieiei. Ja. Und das dann einmal bitte quer rüber. Ich gebe das jetzt einfach nur in Auftrag und das erledigt dann irgendjemand anderes, hoffe ich. Ich will da nicht bauen. So, ich mache das jetzt einfach so. Ich glaube, das reicht, wenn wir eine Säule einfach in der Mitte haben. Mehr brauchen wir dafür, glaube ich, gar nicht. So. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, das ist schon wieder so an der Kante. Machen wir lieber hier hin. Aushalten wird das Ding ja hoffentlich. So, passt. Und dann können wir, wie gesagt, einfach immer schnell rüber, rüberfahren, weil... Oh, nee, das ist so übel, wenn man diesen langen Weg hat. Das macht halt keinen Spaß. Geh mal eins weiter runter. So, ich hoffe, das klappt dann auch alles, wie es soll. Und zack, den da drauf. Eigentlich, nee, ich müsste dann hier jeweils noch einen draufpacken.
Vorsichtig. Ich komme jetzt lieber von der Seite. Ach komm. Ja, ich mache das ganze Wasser hier jetzt kaputt. Und zack. So. Einmal Brücke bauen. Und runter mit uns. So, komm, schwimm schneller. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich hier drauf gehe. Beziehungsweise ich werde da ziemlich viele Schmerzen erleiden. Weil es halt tiefer ist, als unsere Luft mithalten kann. So, komm, da drauf, zack. Aber wie gesagt, ich habe halt keine Lust mehr hier immer ewig rumzutanzen. Oder dann vergisst man was, Beton geht aus. Oder meine Taschen sind voll mit Sand und den Sand wollte ich ehrlich gesagt sehr gerne behalten. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt wegschmeißen, weil meine Schmieden können das ja immer wieder gebrauchen. Und ja, das war halt dann immer blöd, weil ich da dann immer ewig unterwegs bin. 3, 4, 5, wieder auf der Kante. Mach mal ein tiefer. So. Sollte vielleicht erst die ganzen Säulen machen. Egal. Ist alles viel Arbeit. So, und aufwerten. Genau. Eieieiei. So. Komm, runter. Ich habe jetzt schon so ein bisschen... Ich gehe, glaube ich, erstmal alles markieren. So. Weil ich habe echt Angst da davor. Da geht's ja dann wieder. Da geht's dann wieder aufwärts, aber... Und die schwimmt halt so langsam. Komm. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, da wäre das, was ich haben will. Komm. Schwimm und setz. Das ist aber jetzt nicht die richtige Reihe, oder? Doch. Na gut. Ich werde das mal ein bisschen markieren. Und mal gucken, ob wir das in der Mitte auch schaffen. Gut, dann würde ich aber sagen, das machen wir ein bisschen schneller. Naja, so schnell wie die Dame halt schwimmt. Oh, ich sehe auch gerade, das ist ja komplett falsch. Ah, ich sollte ja wirklich lieber dabei bleiben. Okay, jetzt aber schneller. Man sieht aber jetzt schon, die Luft wird immer knapper. Uiuiui. So, aber ich glaube, ich werde das jetzt dadurch, ich werde jetzt nicht mehr groß zählen können, wenn ich unter Wasser bin. Ich werde das dann immer so machen, dass ich hier zähle und dann runtergehe. Und da ist, glaube ich, der tiefste Punkt. Ich glaube, da werde ich dann einiges an Verbandskästen benötigen, glaube ich. Uiuiuiui. Dann auch nochmal alles runtertauchen und alles aufwerten. Und mir ist kalt. So. Eieiei. Das kann doch was geben hier mit der Brücke. Ah, ich glaube, eieiei. Das mache ich dann. Ich brauche erst mehr, wie heißt's, Erste-Hilfe-Kram. Weil das könnte wirklich knapp werden. Soll ich die Sachen jetzt noch aufwerten? Nee, komm. Ich würde sagen, wir fahren nach Hause und packen ein paar mehr Erste-Hilfe-Kits ein. Und vor allen Dingen ist mir kalt. Mir so kalt. So schrecklich kalt im Wasser. So, komm. Hau ruck und raus da.
Es wäre halt schön, wenn die Brücke schon fertig wäre, aber ist sie nicht. das brauche ich nicht. So. Dann fahren wir mal nach Hause. Und was auch gut ist, ich habe mal geguckt, ich habe es nur vergessen. Ich wollte ja eigentlich, frieren. Zieh dir einen Mantel an. Wir sind komplett durchnässt. Da kann man dann schon mal frieren. Ich habe mal geguckt. Also wir können eine Magnum herstellen. Also ich habe jetzt alle vier Teile. Und dann können wir ja mit der ein bisschen rausgehen und ein paar Zombies abschießen. Ich werde, wie gesagt, sowieso wahrscheinlich immer noch nur bei meiner Schrotflinte, bei meinem Knüppel und bei meinem Scharfschützengewehr bleiben. Aber es ist einfach so schön, endlich mal wieder eine 44er Magnum zu haben. Und können wir mal gucken. Ui, schon wieder ein Bär? Habe ich gleich meine Quest fertig? Nee, habe ich nicht. Hallo Bär. Zweimal. Sehr schön. Frischfleisch. Frisch vom Metzger. Nicht wegkullern. Ich falte dich fest. Uah, Vorsicht. Nein, hör auf zu kullern. Hör auf zu kullern. Danke. wo ist Minibike? Da. Im Gras sehe ich das immer nicht. Und ich habe da den Korb da letztens gesehen. Ich könnte es vielleicht auch mal wieder putzen. Aber wir wissen ja alle, was passiert, wenn ich das Minibike in den See schieb. Dann geht da gar nichts mehr. Leider. Deswegen sollten wir vielleicht doch aufs Putzen verzichten. So, irgendwo hier war eine Blö. Ui, ui, ui. Da ist ja gar nicht. Da geht es ja gar nicht weiter. Da fahre ich immer irgendwie falsch. Irgendwann ist die Brücke aber fertig, dann haben wir das Problem auch nicht mehr. Und gibt's hier eigentlich auch irgendwas Schönes zum Looten? Ich glaube nicht. Ein paar schöne Häuser oder so. Wir könnten, wie gesagt, nochmal in die Stadt hinterfahren. Ich glaube, das werde ich dann auch machen. Wo wir eben diese schöne Bücherei gefunden haben. Die war echt schön irgendwie. Oh, da war das Loch. Ich bin drüber gejumpt. Sehr schön. Ach, Minibike. Denkt mit, wenn ich es nicht tue. Zack. Vorsichtig. Schön am Rand. Ich sehe hier nämlich nie was. Nicht wieder Feuer fangen, bitte, Minibike. Das ist nicht so schön. Wir möchten es vielleicht jetzt wärmer haben, aber nicht ganz so warm. Jetzt weiß ich auch nicht, soll ich wieder mein T-Shirt anziehen? Oder soll ich dieses Trägertop anlassen? Ich habe keine Ahnung. So. Und die Straße entlang. Aber wie gesagt, ein bisschen gucken. Ich werde dann auch schauen am Wochenende, dass ich da mal viel, viel hinbekomme. Die Brücke fertig baue. Weil ich habe mir ja erst überlegt, dass ich mir den Beton und die Rahmen spare. Aber nee. Der Weg, das lohnt sich nicht. Da gebe ich lieber ein bisschen mehr Beton aus und Rahmen und stelle dann wieder ein bisschen was her, weil das macht keinen Spaß. So. Na gut, geben wir mal noch ein bisschen Gas. Bleib stehen, Hirsch. Ha, erwischt. Du kommst mir nicht davon. Dich sehe ich sogar, wenn ich einen Turbo anhab. So, passt. So, du willst auch noch was? Du bist aber kein Fleisch. Oder hast du Fleisch dabei? Nein. Gut, dann fahren wir weiter nach Valhalla. Und Attacke. So, Valhalla ist in Sichtweite. Das ist doch schon mal was wert. So. Dann stopp, stopp, stopp. Anhalten. Aber andererseits, wenn wir jetzt looten fahren, dann muss ich da das alles wieder rausschmeißen. Auch nicht gerade wirklich sinnvoll. Aber komm. Ein bisschen was anschauen.
weil es ist halt wahnsinnig viel Arbeit jetzt da drüben, aber halt auch langweilige Arbeit. Zumindest zum Zuschauen, denke ich mir mal. Beton, schmeißen wir hier rein. Wir fahren, ich glaube jetzt nicht. Oh, ich vergesse es sonst. Na komm, tu mal hier rein. Mir wird es, glaube ich, wenn dann nur kalt. So, Stoppknochen, dann Essen, Fleisch, wieder so viel. Ich kann eigentlich immer nur kochen. Kochen, kochen, kochen. Ja, ohne Ende. So, die ganzen Rahmen wieder zurück. Weil, wenn wir schon mal in die Stadt fahren und dann Tasche schon komplett voll ist, dann lohnt sich der Weg auch nicht in die Stadt. Das ist Schwachsinn. So, muss ich halt danach bloß wieder alles einpacken. Jo. Verräumen. Und dann gucken wir nach der 44er Magnum. Und dann suchen wir uns ein paar Zombies. Nein. Eisen kommt da rein. Beton. Wir haben noch genug. Und da wir ja wissen, wir gehen ein bisschen shoppen sozusagen, lassen wir das hier, das da. So, Messer, das, das. Dann können wir nämlich Essen hier reinpacken. Sehr gut. So, haben wir Hunger? Egal. Einfach essen. So, schnell trinken. Ein bisschen trinken. Gut. Passt. Unsere Zugbrücke ist mittlerweile auch fertig, aber die lasse ich. Ah, ach ja, Magnum. Magnum. Da. Es sind zwar grottenschlechte Teile, aber egal. Es ist eine Magnum. Zusammensetzen und... Oh, die ist sogar grün. Also so schlecht ist die dann doch nicht. Und wir haben 48 Schuss. So. Ich hoffe, wir finden ein paar Zombies. So, meine erste Magnum hier. Seit lange mal wieder. Zack, zumachen und drehen. Alles passt. Oh, ich finde es schön. Wie gesagt, sie wird nicht die Waffe meiner Wahl werden oder sein. Aber hab ein bisschen Spaß haben mit der. Können wir auf jeden Fall. Ah, schön. Und schauen wir mal. Während so vor den Lauf läuft. Hoffentlich die ganze... Ich weiß gar nicht, wir hatten noch keine Wanderhorde heute. Das wäre jetzt schön, so eine komplette Wanderhorde. Und dann auslöschen mit der Magnum. Ach, das wäre toll. Da drüben sieht man meinen Bauplatz. Aber das Haus steht immer da. Das ist nicht schön. Ich habe es abgerissen. Mit ganz viel Arbeit und Schweiß. Und Zerstörungskraft. Und dann steht's immer da. Ach ja. Aber wenn wir dann die Brücke da haben und wenn unser Schiff fertig ist, dann sieht es bestimmt cool aus. Dann können wir da auch mal in Ruhe rüberfahren. Ich glaube, das wird ganz schön. Und dann warten wir bis... ich weiß noch nicht, ob ich das so machen soll, dass es dann auch eine richtige Hordenfalle ist. Oder ob wir das... ja, nicht Horden sicher machen sollen. Weil man muss halt immer noch bedenken, wir sitzen dann praktisch auf einem Sandhügel. Das ganze Ding ist erbaut auf einem Sandhügel. Und wenn die Zombies dann zu doof sind, den Berg hochzukommen, werden die das wahrscheinlich, denke ich mal, untergraben. Ich weiß nicht, ob man das Ding wirklich, wirklich Horde sicher machen kann. So, ist das schon die große Stadt? Nee, ne? Wo sind wir? Oder ist die da hinten? Ich muss gerade mal gucken. Ah ne, das ist die Stadt, die wir eh schon kennen. Dann müssen wir noch ein ganzes Stück hinterfahren. Ja gut, dann fahren wir noch ein ganzes Stück hinter. Gucken. Ich habe immer noch den Ledermantel an. Jetzt jammert sie nicht. Und wenn wir da vorne ein bisschen gearbeitet haben, dann ist es sofort am Meckern gewesen. Kann doch nicht sein, dass das Trägertop da so viel ausmacht. So, da ist ein Waffenladen. Ich glaube, den haben wir... Ja, den haben wir schon markiert. Und jetzt sieht man auch da hinten die riesige Stadt, weil ich sie schon entdeckt habe. Okay. Ich finde einerseits so eine Random-Karte und von der Größe ja schon irgendwie cool und schön. Aber mit Alpha 17, das habe ich ja schon mal gesagt, glaube ich, werde ich wieder zur normalen Standardkarte... Ich weiß den Namen nicht.
Navin-Stings, keine Ahnung, werde ich da wieder zurückkehren, weil es eben neue Städte gibt, neue Gebäude gibt und da möchte ich dann auf jeden Fall erstmal dort gucken. Ah, ich habe schon mich gewundert. Gute Frau. Dann zieh das mal aus. Dann müsste es dir gleich besser gehen. So, jetzt mal in der Stadt. Da hinten sind die ganzen schwebenden, ja, Masttürme. Da mal Cowboy. Ach komm, Cowboy, das passt doch, oder? Es ist jetzt nur leider nicht 12 Uhr mittags. Kein High Noon. Der, wie heißt es? Duell. Aber, zack. Ach, die klingt so schön. Hey, Tourist. Guck mal. Komm her. Komm. Bist du tot? Nein. Oh, die hat schon einen coolen Klang. Und dann, Abschuss. yay. Level 7, voll. Was, ich hab's gar nicht gelesen. Aber ist das nicht Pistole auch? Hier. 20. Mir fehlen immer noch 5. Was ist denn jetzt hier hochgeskillt worden? Ach, hier. Faustfeuerwaffen. Ich dachte, das ist auch Pistole. Erstmal nachladen. Zack, trommeln. Und zack, zu. Komm her, ich will dir... Oh nein! Jawoll! Kopfschuss. Ich hätte doch den Lederponcho mitnehmen sollen, glaube ich. Denke ich. Schätze ich. Gut. Wir gehen erstmal... Vorsicht, Vorsicht. Ich glaube, wir gehen erstmal hier gucken. Gibt es hier noch irgendwie ein Gebäude, was sofort irgendwie anders aussieht? Was ist das da? Ach, das ist das Hotel, glaube ich. Oder? Ne, das ist ein riesiges Anwesen. Das ist... Hund. Wolf, besser gesagt. Futter, am besten gesagt. Zack, ein Schuss und weg ist er. Ja, ja. Nicht da rumstänkern. Ich habe genug Schuss. Ja, nicht für alle, aber für ein paar von euch. So, guck, guck. Oh nein. Du musst in den Lauf gucken. So. Ich treffe halt auch nicht, wenn die Sachen vor meiner Nase stehen. Futter. Ah, da. Okay, okay, nicht spucken. Habe ich ihn getroffen? Ja, ich glaube schon. Oh nein, ich treffe halt nicht. Nein. So. Komm, den will ich mit der Magnum töten. Oh, da ist noch ein Kopf. Du explodierst. Ja, okay, dann explodier. Wie ich sie halt nicht treffe. Da treffe ich doch besser mit sowas. Oh, auch nicht. Oder so? Nö. Au, ich steck an dem Auto fest. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Na gut, dann bleiben wir weiter im Boot. Sehr schön. Oh, Vorsicht. Lady? So nicht. So. Zack. Schön langsam. Das ist nett von mir. Und voll um. Hartnäckiges kleines Wiesel. So. Jetzt aber. Mit der Magnum den Kopf. So. Voll um. Nicht explodieren. Nein, 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 nein. Nein. Jawoll. Knapp verfehlt erstmal, aber ich hab dich erlegt. So. Ach komm, dann gucken wir doch mal in das Gebäude rein. Jetzt haben wir das schon geklärt, also sauber gemacht. Da darf kein Schläfer mehr drin sein. Uiuiui. Riesenhütte. Vor allem die Küche ist auch riesig. Das ist schon richtig... Keine Ahnung. Richtig groß halt. So, was haben wir denn alles? Nichts, nichts. Bis jetzt nur Schrott. Und ganz viel Müll. Ich glaube, das waren die ersten, die bei der Zombie-Apokalypse einfach abgehauen sind. Und dann ist immer irgendeiner hierher.
War da gerade ein Blitz? Ich dachte gerade, das ist doch nicht Hordennacht, oder? Ist heute Nacht Hordennacht? Ich weiß es nicht. So. Gute Nacht, Lady. Ich hoffe, das war kein Blitz. Nein, ich höre es aber auch nicht donnern. Wenn es gleich rot wird, dann weiß ich, was zu tun ist. Abhauen. So, mitnehmen. Mitnehmen. Ich glaube, ich muss mal den Himmel angucken gehen. Er ist noch blau. So. Ja, komm halt raus. Nein, du willst nicht rauskommen? Doch. Komm. Ins Bein schießen. Nein, nein, ich treffe nicht. Ich treffe nicht. Ich treffe nicht. Komm, bleib mal stehen, Freund. Nein, voll daneben. Da gibt's doch nicht. Ich treffe nicht. So, jetzt aber. Jawoll. Das ist halt, ja. Ich und meine Zielfähigkeiten. Unglaublich. So. Aus sicherer Entfernung ein Kopfschuss. Und der Kopf sitzt beleidigt in der Ecke. Aber eigentlich wäre mir das Wohnzimmer zu groß und zu wenig eingerichtet. Da kann man ja Tanzpartys veranstalten. Fehlt da oben nur noch so eine Disco-Kugel oder so. Zack. Jawohl, alles ausgebeutet. Was ist denn hier? Nö, das ist nur aufgemalt. Tja, mitnehmen, was geht. Obwohl ich schon wieder nur viel Schotter dabei habe. So, und den Kackhaufen nehme ich nicht mit. Den lasse ich schön brav da, wo er hingehört. Und zwar in der Toilette. So. Zack. Aufmachen. Ja gut, das war schon auf. So, da freigeschalten. Gesperrt. Warum? Erstmal kurz lauschen. Das sind halt auch schöne Badezimmer. Hm, so hätte ich die auch gebaut. Ah, schön. So, Kaffee schmeiß mal weg. Ach ja, hier mit dem Ding, ich finde das auch irgendwie lustig. Aber wir haben auch schon bessere Methoden gesehen. So, was ist da? Nichts, oder? Nö, warum hängt da ein Vorhang? So, hier irgendwas? Ach, das ist der Wandschrank. Und da ist ein Tresor. So was. Was versteckt ihr da Schönes? Kann... Nein, ich habe keinen Hunger. So, zeig mal, was da drin ist. Irgendwas Hübsches vielleicht? Aber wir können eh nichts gebrauchen. Kann das sein? Ah, langer Schrotflint. Der war doch schon wieder ein Blitz, oder? Jetzt kriege ich aber ein bisschen Angst. Jetzt muss ich doch rausgehen. Haben wir heute Nacht Hordennacht? Oh, oh, nee. Ich sehe dauernd Blitze. Jetzt bin ich gerade überfordert, aber es ist keine Hordennacht rein rechnerisch. Und der Himmel ist doch noch blau, oder? Nee, es ist heute Hordennacht. Habe ich ein Problem? Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ja, es ist heute nur Hordennacht, klar. Klar, klar. Egal. Es ist egal. Dann bleiben wir heute... Wir lassen die Horde heute hier das Ding einfach zerstören. Oder ich fahre einfach nach Hause. Ich bleibe einfach auf. Ich fahre einfach. Ich habe das irgendwie... Ich dachte gerade, wir sind bei Tag 331. Egal, bei Horde Nacht rumfahren, warum nicht? Ob man die verarschen können, so ein bisschen? Da war die Wunder, ich will keine Horde Nacht haben heute. Oh, guck mal, da ist ein anderes Gebäude. Hm, sieht auch schön aus. Ja, es ist Horde Nacht, ich weiß. Wir packen erstmal Zeugs hier ein. Ich war bei Tag 31, warum auch immer. Ich weiß es nicht, weil ich doof bin. Egal, wir können ja hier auf dem Spielplatz überleben. Wie wär's? Ne, auf jeden Fall, da möchte ich nochmal hingehen. Da ist die Akademie. Da möchte ich mal wieder hingehen. Und
Warte mal. Oh, da ist ein Wolf. Wir können ja auch ins Wasser springen. Ich habe da gerade gesehen, da ist ja ein See. Hey! Lass den Zombie in Ruhe. Zack. Wow, wow, wow. Hau. Zack. Meiner. Okay. See finden, suchen. Das heißt, wir fahren dahin zurück. Oh, wo kommst du denn her? Stopp, stopp, warte. Ich möchte... Oh, der war schon tot. Ich hätte... Ja. Ne, ich guck mal. Ich guck mal, wie tief der See da hinten ist. Und dann gehe ich nämlich planschen. Die ganze Nacht planschen. Warum steht da jetzt 32? Das ist unfair. Man sollte vielleicht öfters an den Tag oben hingucken. Oh, doch. Ich glaube, das hilft was. So, zack. Und ich gehe schwimmen. Ich gehe schwimmen. Vorsichtig, vorsichtig. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Haha. Und wir haben ja letztes Mal gelernt, wenn man schön schwimmen geht, kommen keine Zombies. Deswegen mache ich das jetzt hier einfach. Sieht, glaube ich, auch ganz dann raus. Ja, das mache ich jetzt so. Dann war das doch immer ein Blitz. Aber ich, wie gesagt, ich war bei 531 und habe eigentlich gedacht, ich hätte noch Zeit. Aber egal, das passiert. So, noch ein bisschen weg, weil ich glaube, sonst kommen die von der Landdings da halt. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Dann haben wir, glaube ich, Ruhe. Ich hoffe es. Aber ich denke schon. Ja, mach doch, was du willst, Blitz. Vor allem, ich habe halt wieder nichts donnern gehört. Normalerweise macht das richtig kabumm und... Oh, das ist ja auch noch ein Häuschen. So. Meint ihr, das ist schon genug? Ich hoffe es. Da kommt ja auch schon wieder Land. Na gut, dann werde ich hier mal abwarten, absitzen. Und ich hoffe, da kommt keine Zombies heute. Das war halt schon wieder komplett verplant von mir selber. Das ist mein Fehler gewesen. Es tut mir leid. Genau, aber wir haben die Magnum ein bisschen ausgetestet und die macht Spaß. Jakob, zieh deinen Ledermantel an. Und selbst wenn Zombies kommen, dann kann ich hier ein paar abballern. Wir haben genug Munition. Und wie gesagt, ich guck mal, dass ich am Wochenende einiges schaffe. Dann guck mal noch da in diese Akademie da rein. Mal schauen, was da so alles zu holen ist. Oder auch, ja, vom Baustil her würde ich mir das gerne anschauen. Und dann sehen wir uns, ja, das nächste Mal wieder. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.